Moin Mädels, hier ist der Max. Wir haben wieder ein Frage-Antwort-Spezial. Hatte ich so überlegt, so wenn das Taxi gerade aus dem Trocknen ist, kann ich ja so ein bisschen, ne, aus dem Nähkasten plaudern. Ich habe hier ein Smartphone, seht ihr, mit euren Fragen. Übrigens, wie gesagt, immer die Fragen, die neuen Fragen, wenn ihr mal habt, unter dieses Video dann wieder, ne? Immer das aktuellste Video, Fragen unter, weiter geht's. So eine Endlosschleife. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Zeit. Ne, eigentlich auch nicht, nur dreiviertel Stunde. Ne, halbe Stunde habe ich noch Zeit. Egal, wir machen mal. So, wie findest du den Golf 3? Welchen? Von Rufen? Finde ich geil. Definitiv geil. Den V6 Turbo hatte ich wohl noch Bock drauf. Aber für mich persönlich, wenn ich es ehrlich bin, die Wartungskosten sind mir zu hoch. Geht irgendwas daran in den Arsch an dem Ding? Dann bist du locker schon wieder bei 1, 2 Scheinen. Und das ist mir zu teuer, das sehe ich nicht ein. Auch wenn der Kaufpreis relativ günstig ist. Rufen verkauft den wirklich für hier knapp 6.000 Euro. Und das ist ja kein Geld für sein Auto. Ich meine, wo kriegt der 500 PS für hier 6 Scheine? Nirgendwo. Ne? Ist in eBay Kleinanzeigen drin, der Hobel. Wenn ich dran denke, hau ich den in der Dingsen rein hier, in den Kommentare oder was, Link dazu. Was bezahlst du im Monat für ein Hobby mit Halle und Steuern für deine Autos? Ich werde nicht genau sagen, was ich bezahle, aber ich schätze gute 600, 700 Euro. Auf jeden Fall. Ohne Sprit. Also, arschteuer. Papa Hansen hat gefragt, wie finanzierst du alle angemeldeten Fahrzeuge? Nee, Miete ist die gleiche Frage eigentlich. Ja, ich sag das Geld nicht so dicke, da hast du nicht unrecht. Habe ich darauf geantwortet? Naja, irgendwie, ich wundere mich manchmal selber, dass es funktioniert. Aber meistens funktioniert es irgendwie doch. Ne? Dann irgendwo kann meine Mark hängen oder was. Die stecke ich mir in eine Tasche und dann habe ich vielleicht mein Glück. Ne? Und dann kann ich es mir gerade so hinkriegen. Stell mal alle Fahrzeuge vor. Nee. Ich habe deutlich mehr Fahrzeuge noch, wie das, was ich hier stehen habe. Aber, ne, also viel gehört mein Vater. Also, ne? Aber wie gesagt, ich zeig nicht alles. Wäre langweilig. Dann haben wir keine Überraschungen mehr. Zum Beispiel ist jetzt momentan wieder ein Golf 1-Projekt in Planung. Aber das ist doch nicht jetzt abgesprochen, das ist doch nicht sichere Sache. Willst du nicht mal einen Opel kaufen? Vielleicht mal. Der Tag wird wohl kommen, denke ich. Aber ich habe schon viele Opel gehabt in meinem Leben. Sehr viele Opel. Locker schon 15 Stück. Und ich bin aus der Opel-Szene eigentlich raus. Deswegen, ja gut, wenn ein billiger Kadett um die Ecke kommt, ein billiger A-Corsa, werde ich wohl nicht nein sagen. Aber sonst, wisst ihr, ne? Wird wohl verschnupft, merkt ihr das? Hier. Frag mich nicht warum. Heuschnupfen oder so. Ist doch kein Wunder. Guck mal, hier wächst da schon ein Baum in der Bude rein. So, weiter geht das hier im Programm. Schweiß mal ein Fahrrad. Was mit einem Fahrradritzel? Eine Stange mit der Bohrmaschine, bla bla, um das Tor zu öffnen. Nö. Ich mag mein Tor so, wie es ist. Mich stört nicht. Ich selber, ich habe das Tor innerhalb von unter Minute auf. Weil ich das richtig aufziehe. Jeder andere braucht Ewigkeiten dafür. Aber ist in meinen Augen auch guter Diebstahlschutz und so was, ne? Falls man nicht abgeschlossen hat über Nacht oder was, dann kennen wir auch keine die Fahrzeuge so schnell klauen. Weil das Tor ist sau laut. Das hörst du in der ganzen Umgebung. Gut. Der Käfer muss tiefer. Nein, muss er nicht. Der bleibt so. Der bleibt, also technisch bleibt der Original. Optisch vielleicht eine Folierung noch. Aber sonst lasse ich meinen Käfer so, wie der ist. Ich mag den Käfer so, wie der ist. Kannst du dir mal einen Opel Diplomat V8 kaufen? Ja, Marki, wenn du mir den bezahlst, da habe ich keine Kohle für. Ne? Max Biescher, wo fährt er in den Ferien hin? Wahrscheinlich nirgendwo. Für Urlaub bleibt keine Kohle über. Dafür reicht er wiederum nicht. Irgendwo muss er Abstriche machen. Frau beschwert sich immer, was willst du machen? Eine PayPal-Warnung, danke dafür. Das ist eine Video. Ja, man kann mich mal. Also Baum 3 hat gefragt gewissermaßen, ob ich meine Halle besuchen kann. Ja, kann man gewissermaßen. Ich bin ja eigentlich, wenn ich am Gange bin, bin ich halt am Gange. Sag ich nicht nein. Aber nicht wundern, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich am Arbeiten bin, bin ich halt am Arbeiten. Dann lasse ich mich auch nicht so leicht ablenken. Da rede ich wohl dabei mit euch, aber ich arbeite halt weiter. Manche denken immer, dass, ne, aber ich habe am Tag eine Stunde Zeit zum Schrauben. Danach muss ich nach Hause zu meiner Frau. Und die Stunde nutze ich halt möglichst weit aus. Zum Beispiel heute Trabi-Taxi-Dach weiß gemacht. Ne? Das ist das Beispiel. Für mehr ist heute nicht Zeit. Dann geht's weiter. Nächsten Tag. Was weiß ich. Zündspulen, Zündkabel, Zündkerze ausgetauscht. Kompression gemessen. Das war's.
Nächster Tag, das und das und das. Bremse entlüftet. Immer so weiter. Mehr Zeit habe ich nicht. Am Wochenende habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht extrem viel mehr Zeit. Also, die Videos wirken so lang, aber ich sag mal, die Videos unter der Woche, die sind ungefähr mein halber Arbeitstag hier in der Werkstatt. So. Wie alt bist du? Wissen, glaube ich, ganz viele. 25. Ne? Ein Wartburg 311. Also, moin Max, ich glaube, ein Wartburg 311 würde dir stehen. Ja, würde mir definitiv stehen, aber erstens verhindern wir, zweitens, wir bezahlen mir den. Wie gesagt, ich gebe nichts weg. Ich habe alles, was ich jetzt in der Halle stehen habe, das behalte ich eigentlich. Gut, ich habe ein paar Autos, die ich mir eventuell noch verkaufen würde. Aber, ne, nicht unbedingt. Was hältst du von einem Kauf, Wartburg Barkas B1000? Ich kaufe keinen Wartburg und auch keinen Barkas, weil zu groß, nimmt zu viel Platz weg. Ein Kleinwagen geht immer, so ein R5 oder was, aber, ne? Aber auch, wie gesagt, ich muss auch irgendwo mit der Familie ernähren. Ich kann nicht alles, was ich an Geld habe, in irgendwelche Autos reinpumpen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wie ist das Gurkenprinzip entstanden? Das Gurkenprinzip, also geschrieben mit G, Gurkenprinzip, Gurkenprinzip, egal. Folgendermaßen, ihr seid Lehrling, habt keine Kohle, aber fahrt ein dickes Auto. Was macht ihr? Überlegt mal darüber nach. Ich hatte einen Camaro. Ich war Lehrling. Ich hatte im Monat unter 300 Euro. Wie kann man ein dickes Auto fahren? Da muss man Fantasie haben. Da muss man eine Lichtmaschine, das Opel-Kadett umbauen dafür und sowas. Das geht's gar nicht. In welches Land willst du mal reisen? Nach Deutschland. Keine Ahnung. In den Staaten will ich wohl mal hin, aber das wird zu teuer. Jukuli hat gefragt, was ich bezahle für Steuern und Versicherung. Haben wir gerade schon gehabt. Bla bla bla. Gucken wir mal, haben wir noch so. Gute Video. Ja, Vinny, war geil im Mappen. Ebenso gut mal gesagt, ne? Weil hier, ne? Kannst du mal ein LKW-Video machen? Nein. Mach ich nicht. Gibt's keine LKW-Videos. Weil das kann Komplikationen mit meinem Chef geben. Es hat früher mal Komplikationen mit meinem Chef deswegen gegeben. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ich filme nur vor der Arbeit und nach der Arbeit. Aber nicht während der Arbeit. Ich filme nicht mal während der Arbeitszeit, obwohl ich Pause habe nicht. Dann mache ich ein paar Aufnahmen oder was, so Tonaufnahmen für irgendwie so ein hier Abonnenten-Special oder was. Aber ich mache da jetzt keine richtigen, sag ich mal, Videos. Mache ich nicht. Was ist der kleinste Ami, den ich habe? Der Firebird. Vom Motor her, 3,2 Liter. Der zweitkleinste ist der Buick mit 3,8 Liter Hubraum, V6. Dann kommt der... Dann kommt der Pontiac mit 4,9 Litern und dann kommt der Camaro mit 5 Litern. So. Kauft ihr keine Simson, sondern eine Zündab? Nee, hab ich schon gehabt. Ich habe schon das CS25 gehabt. Simson hätte ich gerne noch wegen der DDR-Zulassung. Aber auch, ist auch nicht gerade billig, ne? Wann geht es mit der Renault R5 weiter? Winter wahrscheinlich. Ich habe noch ein paar andere Sachen geplant diesen Sommer. Deswegen schaffe ich wahrscheinlich die R5 nicht mehr zu machen. Haben wir noch? Und mach mal eine komplette Schrottplatztour. Ja, wenn ich eine komplette Schrottplatztour machen würde, dann hätte ich ja keine anderen Schrottplatz-Videos mehr. Weil da haben wir ja schon alles gesehen. Das ist doch doof. Das geht etappenweise. Oder was wollt ihr mit einer 2 Stunden oder 2,5 Stunden Schrottplatztour? Für den Arsch. Das kannst du vergessen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Machst du die Ausstellfenster doch nicht in die Gurke? Ne, die kommen ins Taxi, habe ich mir entschieden. Die Gurke kriegt dafür das hier, wie soll ich sagen, das Zwingo-Faltdach rein. Später. Woher kommt das Wort Gurkenprinzip? Von euch. Das waren meine Kommentare. Vor ungefähr einem halben Jahr oder was. Da habe ich das hier. Renault R5 schiebe da 50 Euro. Ja, ist cool. Montag, Max, kannst du mir beim Kanalausbau helfen? Abonnieren, reinschauen. Ich habe selber keine Ahnung von YouTube. Ich habe auch nur so. Ich habe dasselbe Kanalbild noch irgendwo aus Google gefriemelt, weißt du, wie vor. Vor wann? Ja, vor 3 Jahren oder so da reingemacht habe. Ich habe keine Ahnung von Kanaldesign. Ich habe keine Ahnung von Playlist. Einzige, weil ich keine Videos hochladen. Und das mache ich jeden Tag. Gut. Ein rostfreier Niva, ob ich den kaufen würde. Ja, aber nur wenn er wirklich billig ist und mit Gasanlage, dann vielleicht. Billig heißt unter 500 Euro. Ich kaufe allgemein keine Autos, die mehr wie 500 Euro kosten. Würdest du dir mal einen Ford Focus 2 oder Ford Mondeo 3 kaufen? Im Leben nicht. Weiß Bescheid. Bin kein Ford-Fan. Ford kannst du mit jagen.
Ist Quasimodo auch noch da? Ja, mittlerweile abschwellend bei ihr. Das ist der Pickel, den sie hier gehabt hat. Was für ein Motorrad würdest du gerne mal kaufen? Ja, so eine DT als 125er oder als 400er wäre noch geil. Eine größere Cross. Am besten wäre eine schön kleine, 125er oder was gibt es auch, 150 Kubik oder was. Weil die schon leicht sind. Ich habe einen großen Motorradführerschein. Ich könnte auch rein theoretisch eine 1000er, was weiß ich, was fahren. Will ich aber gar nicht. Finde ich gar nicht so geil. Dann lieber irgendwas Leichtes, was du das Gelände beraten kannst und gut ist halt. Gut, weiter geht's hier im Programm. Wie finanzierst du dies? Habe ich schon gesagt. Ich weiß es selber meistens nicht, aber es geht meistens irgendwie auf. Aber ich sag mal so, ich habe Ende des Monats denselben Kontostand, den ich Anfang des Monats gehabt habe. Wenn ich Glück habe, meistens sogar noch ein bisschen weniger. Kommst du zum Trecker-Track in Selk? Nö, zu weit weg. Und keine Zeit. Fragen. Ja, Alice hat geschrieben, was das für Fragen. Die hast du schon 100 Mal in deinen Videos beantwortet. Aber überleg mal, ich habe 350 Videos aktuell online von mir jetzt, die ich so gemacht habe. Und dann kann ich von neuen Zuschauern erwarten, dass man da 350 Videos durchguckt. Deswegen, wie soll ich sagen? Ich erkläre sehr viel auf meiner Homepage, maxfeature.de. Da sind die wichtigsten Gruppenprinzip-Videos drin, die alles so die Grundlagen erklären und Autos so zeigen, welche Autos ich habe, damit ich das nicht dauerhaft beantworten muss. Aber trotzdem klickt da keine Sau drauf. Aber egal. Wie findest du den Plymouth Roadrunner von der Skala von 1 bis 10? 10. Geiles Viech. Big Block drin. Saugeil. Was würdest du ohne Autos machen? Also wenn von heute auf morgen alles weg ist. Halle Autos Job. Wahrscheinlich, weil ich früher auch gemacht habe. Also erstens Familie, zweitens eben mit dem PC machen oder sowas. Oder wieder ein Auto kaufen. Willst du ja einen Ford Ka kaufen von 96 bis 07? Leben nicht. Katastrophe. Sind nur gut auf dem Acker in meinen Augen. Nichts gegen die, ne? Aber gibt sogar nicht Fans für sowas, aber Ford habe ich nur Scheiße mit gehabt. Original mit, also, ne. Wie viel hat dein Trabant 601 runter? Also, keine Ahnung. Also erstmal mehrere Trabis, wisst ihr ja. Ich rede mal von der Gurke jetzt. Also seitdem ich die Gurke habe, bin ich selber fast 40.000 aufgefahren. Mit zwei Motoren insgesamt. Ein Motor ist in der Luft geflogen. Den konnte ich mal retten. Pleuellagerschaden. Pleuellager? Ja, Kurbelwellenlagerschaden. Egal. Nach Heidelberg kommen und ein Fantreffen machen? Nee. Weißt du, wie weit Heidelberg entfernt ist von hier? Scheiße weit weg. Aber wenn ich die Ecke komme, kann ich gerne Bescheid sagen. Camaro eigentlich von Anfang an dabei? Ja, den Camaro, warum er nicht gefahren wird? Ganz einfach. Der ist nächstes Jahr erst dran mit H-Kennzeichen. Und der macht für mich noch keinen Sinn. Erstmal läuft der Motor ein bisschen unrund. Ich glaube, das ist ein Hydrostöße in den Arsch. Ich muss den Motor zerlegen von dem Ding. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Läuft aber noch so ganz okay der Motor. Ich muss vielleicht mal damit nach Hannover braten und zurück oder was. Aber Projekt für nächstes Jahr. Ich habe den Wagen jetzt schon 5 Jahre. Der rennt mir nicht weg. Camaro. Kannst du mal mit der Gurke eine Tour machen? Ich mache jeden Tag mit der Gurke eine Tour eigentlich. Von aktuell bei Firebird. Aber guck dir mal meine Tour nach Hamburg zum Beispiel an. Ne? Gurke fällt öfters weg. Moment, eigentlich. Vor 2 Monaten war ich in Hamburg mit der Gurke, oder 3 Monaten. Jetzt, vorletztes Wochenende war ich in Meppen damit gewesen, fast 500 Kilometer. Ich will doch nur noch Touren, die Gurke. Was habt ihr denn? Ist alles gut. Also Malte, Videos gucken. Alles schon nachholen. Ich kann nicht jeden Tag mit der Gurke eine Tour machen. Was sagst du, warum sagst du Nein zum T4? Von Erik. Ich sag nicht Nein zum T4, aber ich sag Nein zum T4, ich will keinen haben. Was soll ich mit dem Transporter? Brauche ich nicht. Ich habe einen Buick mit Anhängerkupplung und einen Autotrainer, das reicht. Könntest du mal ein Turbo-Projekt machen, wäre echt cool. Das stimmt, aber ich habe kein Turbo. Vielleicht, wenn ich mal auf dem Weg läuft, vielleicht mal. Ne? Ich will da kein Geld reinstecken. Das ist ein Witz, ich habe auch kein Geld zum Reinstecken. Meine Nebenkosten, die ich für die Halle habe, gehen gerade so auf. Da kann ich nicht viel Geld in irgendwelche Sachen investieren. Da muss ich mal kreativ sein. Deswegen auch Gurkenprinzip. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich habe jetzt kein Auto, was wirklich extrem Wartungsmangel hat. Nicht mal die Gurke hat extrem Wartungsmangel. Sogar die ist relativ gut gewartet. Auch wenn die scheiße aussieht. So, könntest du mir eine richtige Ratte bauen? Ja, überlege ich. Wenn ich diesen Golf 1 kriegen soll, sollte vielleicht bauen wir eine Ratte raus. Eine Golf 1 Ratte. Wie habe ich es geschafft, die Gurke aufs Dach zu legen? Guck dir Alarm für Cobra 11 an.
Guck dir an, wie sie es richtig machen. Ich habe es falsch gemacht. Der Audi 80 B2, den ich gerettet habe damals, der ist in England. Der ist verkauft, habe ich E-Mail versteigert damals, weil ich keine Kohle hatte. Ich musste Miete bezahlen, hatte eine Stromnachzahlung von über 1000 Euro gehabt. Da muss ich halt gucken, wo ich Kohle herkriege, da habe ich dann was verkauft, den Wagen. Kauf mal einen T1. Klar, ich kaufe 10 davon. Kein Problem. Warum brauchst du keine Halle zu Hause? Geile Frage. Das kann ich nicht. Ich kann keine Halle zu Hause bauen. Die kann ich mit einem Wohngebiet eine Halle hinsetzen. Im Garten von einem Familienhaus. Da muss ein Bauamt erstmal mitmachen, dann kostet erstmal Kohle bis zum Gehen nicht mehr und nee, leben nicht. Und mein Vater muss auch nicht mitmachen. Bei dem gehört das Haus nämlich auf dem Papier. So. Warum ist die Gurke grün? Weil sie halt grün ist. Wie alt bin ich? Bist ja schon. Was magst du lieber, Automatik oder manuell? Kommt das Auto an. Amerikanische Autos, irgendwann Automatik. Deutsche Autos, geiler Schalter, ist besser. Welches Baujahr ist der Kreislauf von deiner Frau? 98? Was findest du besser, Trabi oder Käfer? Hatten wir das auch gehabt, oder nicht? Finde ich beide gleich gut. Wie gesagt, da mache ich keine Dingsen. Aber Trabi ist alterstauglicher wie ein Käfer. Zweiter Trainer fragt, kannst du mich mal grüßen? Nö. Gibt's nicht. Oh, wie alt bist du? Siehst auf wie 23. Dankeschön. Wie 12 sehe ich aus. Willst du mit dem Bart abhaben? Ich würde in dem Video leise Musik reinmachen. Sonst perfekt. Mache ich vielleicht in diesem Video, wenn ich dran denke. Wenn nicht, halt nicht. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, so wie sie mal kennen. Ja, das war's mit den Kommentaren. Von diesem Video. Mehr haben wir nicht. Da waren übrigens 70 Stück oder was. Aber ich habe nicht alle vorgelesen. Leute fragen, die waren schon. Ne? Gut, ich würde sagen, dann war's für Frage-Antwort. Haut wieder was hier unter, sonst. Ne? Je mehr Fragen gestellt, desto mehr kann ich beantworten. Ich habe jetzt keinen Bock, das alte Video rauszusuchen und ich weiß nicht, was ich da alles rangehabt habe und was ich nicht ran hatte. Deswegen, Nase ist eh zu. Ah, übrigens, das ist der Grill von meinem abgebrannten Chrysler. Hat auch schon mal einer gefragt, warum hier so ein Grill rumsteht. Von meinem Lebermann damals, das hatte Grill. Der hat überlebt. Gut, ich mache jetzt weiter am Taxi, filme noch eben weiter, danach geht's nach Hause. Euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Wenn ihr das Video guckt, keine Ahnung, legt euch hin und munter. Achso, was ich noch sagen wollte, was auch oft gefragt wurde hier, PayPal-Link habe ich nicht, Spendenlink mache ich irgendwann mal. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas, keine Faden verloren, warte mal, was wollte ich noch sagen? Der hat dieser PayPal-Geschichte, weil das habe ich auch schon 20 Mal jetzt gelesen oder was. Ja, ist er. Dann vergesst er den eh nicht so wichtig. Gut, legt euch hin. Mutter. So, ist wieder eingefallen. 2 Sekunden später. Hier, Adresse für Fanpakete. Ich werde ganz oft jetzt in Facebook angeschrieben und in WhatsApp und wie die Adresse hin ist. Hier, die könnt ihr nehmen. Kanalweg 14, 263. Ja, das ist falsch. 8, 9 Wilhelmshaven. Ne? Wisst ihr Bescheid? Das ist hier meine Werkstattadresse übrigens auch, ne? Wo ich hier rumoxidiere. Ja, wissen die eh schon alle. Ist sogar schon seit Jahren in Google drin, wo meine Werkstatt ist. Deswegen kackegal. Da könnt ihr mal hinschicken, ne? Wie gesagt, wenn ihr Langeweile habt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich demnächst immer unter den Videos und den Kommentaren hier in der Beschreibung machen. Weil das ist mich, die kriegt so viele Fragen. Und ich meine, das ist hier Fanpakete, die kriegen meistens immer so ein Video. Kommt mal drauf an, was drin ist. Ich gucke vorher mal eben mit meinem Röntgenblick da mal rein wie Superman. Aber ich bin immer dankbar, ne? Ich habe teilweise so gutes Zeug von euch gekriegt. Ohne Scheiße. Das ist eine richtige Aufwertung meiner Werkstatt teilweise. Aufkleber gekriegt für meine Autos. Das geile Sportlenkrad gekriegt. Die Lampen von Michi gekriegt. Guck mal, ich habe sogar hier eine Lampe von Michi gekriegt. Das ist so eine. Für mein Büro hier. Total geil. Weißt du, so ein Kram kauft man sich im Leben nicht. Da denkt man noch nie nach, ne? Und kriege ich von euch. Hier, der PC hier läuft auch noch wegen der Festplatte von Michi zum Beispiel. Ist der gleiche Fall. Übrigens, die Kamera sieht nur teuer aus. Das ist eine ganz alte Lumix-Kamera. Die habe ich für 30 Euro im Flohmarkt gekauft. Das ist so meine Autotreffen-Kamera, wenn ich aussehen will wie ein Fotograf oder wenn ich in Lost Place rein will und dann hier jemand mich fragt, was ich da will. Ja, ich will Fotos machen. Ne? Wisst ihr Bescheid. Egal. So. Das war's.
Ich würde mal sagen, unser Tag ist zu Ende. Unser Frage-Antwort-Video auch. Ach so, hier, Puch, ne? Will ich mal gucken? Ich will jetzt zum Laufen bringen die Tage wieder. Also kommt bald ein Puch-Video. Weil ein bisschen Abwechslung zum Trabi-Taxi wäre auch mal schön, ne? Kann ich dauerhaft jeden Tag Trabi-Taxi machen. Aber momentan ist das so. Also, was ich die Woche geplant habe, Puch zum Laufen bringen und hier den Einsamer wieder bis auf die Straße bewegen. Weil der Staub mir zu sehr dicht. Das kann auch nicht sein, weil das, guck mal die Staubschicht hier an. Ich meine, ich zahle für die Karre richtig Steuern. Der hat nicht mal meinen Cut, gar nichts, weißt du? Und das Ding steht ja noch so rum. Das ist ja auch scheiße. Gut, haut rein. Munter!